Das ist auch ziemlich versteckt. Das Lied vielleicht? Es bringt nichts. Du sollst doch nicht, du sollst dran riechen, riechen. Ich kann mich einfach... Ja, ja, du kannst mich einfach. Das haben wir jetzt auch verstanden. Ah, Meeresbrise, genau. Vielleicht riecht er die... Drei kleine Verdächtige. Einer von ihnen muss der Kopfnussgangster sein. Nein. Das ist mein automatisierter Meeresbrisensimulator. Plastikblumen. Sie sind schön, duften aber leider so gut wie gar nicht. Ich glaube, das waren ja auch Plastikblumen. Das riecht mir noch. Komische Dinge, Meeresbrisen. Das nicht. Künstliche Blumen sehen zwar gut aus, riechen aber nach nichts. Wirklich? Das hat mir jetzt ja heute noch keiner gesagt. Nach oben, da liegt da was. Oh, kleine Biese. Ach, sei ruhig da. Will das feine Hundchen sich die Garderobe selbst aussuchen? Zeig mir, was das Hundchen am liebsten mag. Es mag am liebsten eine Mütze wie ein Sieb. Das ist eine gute Wahl. Aber eine meiner Matrosenmützen fehlt. Dabei gehen Pudgy Woo und Tinky Wee so gern im Partnerlook. Okay, es fehlt eine. Einsame Spitze! Süß! Schick! Ah, guter Hund! Fein gewählt! Pudgy Woo! Tinky Wee! Werft euch in Schale, meine Schätzchen! Ihr seht so hässlich. Seid still, meine Süßen. Ihr könnt gleich wieder nach oben gehen. Ihr seid so hässlich. Sowas nennt man dann irgendwie Tiervergewaltigung oder so ähnlich. Oh, wie schick. Was ist denn unser Problem? Ich will schon schlafen mit. Oh. Oh. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Er steht erst da, dann wieder auf der anderen Seite. Naja. Das ist es.
Felicitys süßer Duft. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich erinnere mich jetzt wieder. Ich bin geheilt. Sie haben meine weichen Knie geheilt. Sie haben mich geheilt. Und ich war nicht grad nett zu Ihnen, oder? Das sind Sie immer noch nicht. Aber werden Sie jetzt nicht weinerlich. Sagen Sie mir, was passiert ist, nachdem Sie sich zum Essen hingesetzt hatten. Ich machte gerade einen Toast. Dann wurde alles dunkel. Meine Augen passten sich gerade an die Finsternis an, als Boom! Wer hat Ihnen die Kopfnuss verpasst? Ich habe den Täter nicht gesehen. Nur das Tatwerkzeug. Der Essensgongschlägel. Der hat mich getroffen. Der Essensgongschlägel? Sind Sie sicher? Ja, so war das. Sehen Sie nur, was er angerichtet hat. Das ist wirklich ein Verbrechen. Kein Wunder, dass Ihr Kopf völlig leer war. Wer tut denn sowas? Den sollte man einsperren. Legen Sie sich wieder hin. Sie müssen sich ausruhen. Das lässt er sich auch nicht zweimal sagen. Du gib gut die guten Köder waren hier. Gucken wir überall mal nach. Hier ist er hier sicherlich irgendwo vergraben gerade. Okay, vielleicht auch nicht. Geht einfach hoch. Schüttel nicht deinen Kopf. Wie hässlich die sind. Dass er immer seinen Kopf schütteln muss. Das verstehe ich. Die sieht aber ausgesprochen fluffig aus. Warum soll ich sie nicht einmal eintauschen? Nein. Oh, Mann, das ist schwer. Muss eine Familienportion sein. Oh, ich habe schon genug und habe nicht vor, etwas davon abzugeben. Ach, du bist es nur, Gromit. Einen Moment lang dachte ich, ach, nicht so wichtig. Tut mir leid, Kumpel, aber wenn Sie Zuckerwatte wollen, müssen Sie sich die schon selber machen. Ich hänge sehr an meiner. Oh, nein, vielen Dank, Gromit. Ich weiß nicht, kommt der eigentlich mit der Zuckerwatte rein? Probieren wir es mal. Drei kleine Verdächtige. Ja. Das schaffst du, Ernest Dibbins. Genau, die Waffe. Ich vermute, dass es sich um ein stumpfes Objekt handelt. Zivilisierte Objekte werden selten für solche Zwecke verwendet. Toll. Hast nach Hinweisen gesucht. Ich hab so eine Idee gerade. Ich hab's! Nun gut. Wo möchten Sie anfangen? Ja, ich möchte mit der Waffe anfangen. Lösung. Und die Waffe ist? Quarksalat. Hast du irgendwas, das einer Waffe ähnelt, Kumpel? Ich könnte hier jetzt etwas Hilfe gebrauchen. Ich komme jetzt nicht an den Gong ran. Ich wollte eigentlich den Gong an. Die Waffe ist der Gong.
Aber wenn man Duncan die Kopfnuss mit dem Gong verpasst hat, warum haben wir dann nichts davon gehört? Ihre Waffe taugt überhaupt nicht als Tatwaffe. Oh. Nein. Ich wollte doch eigentlich gucken, ob der mit der Zuckerwatte ist. Entschuldigung. Es handelt sich wirklich erst um einen Prototypen. So, jetzt reicht es aber. Ja. Bitte gehen Sie alle auseinander. Ja. Fußspuren nicht untersuchen kann. Naja, probieren wir es noch einmal. Ja. Diesmal springe ich den meisten weg, soweit es geht. Jetzt hat er. Wo möchten Sie? Ja, nehmen wir mit der Waffe wieder. Und die Waffe ist. Charlie Schnauze, genau. Hast du irgendwas? Ja. Das ist Charlie. Halt die Charlie Schnauze. Schali, schala, schlauze. Die Waffe ist Herr Penier. Die Waffe ist mit Sicherheit kein Mensch. Und wenn sie ein Mensch wäre, dann wohl kaum unser Herr Panier. Ihre... Ja, unsere Maschine ist kaputt. Oh. So. Ist ja okay. Gut, er ist also Zuckerwatte. Ich weiß nicht, wie er in die Zuckerwatte kommen soll. Vielleicht biete ich ihm das Toast an. Warum lasse ich immer nur alles liegen und stehen, wenn der Wachtmeister auftaucht? Er ist wirklich ein sehr herrischer Kerl. Oh, ich habe eigentlich keinen Hunger, sondern halte mich nur an der Zuckerwatte fest. Kommen wir so an die Zuckerwatte? Nee, da kann man nur Herr Panier ansprechen. Mann. Weiß er hier noch was? Lassen wir den armen Mann lieber in Ruhe. Nein. Ich fühle mich im Moment nicht sehr männlich. Bleibt zu hoffen, dass mich das liebliche Fräulein Flitter nicht so sieht. Seien Sie still, Sie großes Baby. Und ruhen Sie sich aus. Ja. Gut. Danke, dass Sie meine weichen Knie geheilt haben. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Das will ich hoffen. Aber wenn Sie mir wirklich danken wollen, könnten Sie etwas für Wallis tun. Ihm sind Sie schließlich in die Quere gekommen. Aber jetzt schlafen Sie erstmal eine Runde. Wie Sie wünschen, Frau Gabberley. Wieso soll er schlafen? Ich will nicht, dass er schläft. Naja, das nächste, also die Tatwaffe haben wir jetzt schon. Wir wissen bloß nicht, wie wir rankommen. Das ist natürlich... blöd. Naja, das gucken wir uns auch nächstes Mal an. Tschüss.